Es wird bald Frühling hier. Für uns auch. Ja. Frühling bringt zu allem neues Leben. Eine Zeit der Hoffnung. Ich habe lange hier gelebt. Aber Alaska war nie schöner als jetzt. Der Himmel, das Meer, das Karibu und vor allem du. Ich glaube, ich könnte mich an dieses neue Leben gewöhnen. Komm, lass es uns genießen. Ja, Bandana. Viele wissen von euch, was das für ein Effekt hat, wenn man das dann ausrüstet. Die Möglichkeit, unendlich Munition zu verballern. In den 80er Jahren existieren weltweit mehr als 60.000 Nuklearsprengköpfe, deren akkumulierte Sprengkraft übertraf jeden in Hiroshima und bla bla bla. Im Januar 1993 wurde START-2-Abkommen zwischen den Atomsupermächten Russland und den USA unterzeichnet. Diese Vereinbarung besagte, dass sie nicht reinsuchen. Jedoch existieren 1998 weltweit noch immer 26.000 Nuklearsprengköpfe. Nukularsprengköpfe. Nukular. Ich kann es nicht fassen, dass ich das jetzt noch höre. Es ist vorbei. Der Horror ist vorbei. Ja, okay, der Horror war nur der Endkampf. Der war wirklich schlimm. Wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt in den Anfangsepisoden. Ist alles deine Schuld, Kariosh LP. Ich erwarte dein Resident Evil 2 Let's Play. Aber komm ich zurück zum Spiel. Oh. Das war richtig. Ich weiß, viele würden sagen, das ist doch total leicht und sowas. Stellst du dich so an und la 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 la. Das hätte ich besser hinbekommen. Ja, okay. Ich glaube, dass es so einige besser das packen als ich. Aber dann beweist es auch. Nicht nur rumquatschen. Meinetwegen, wenn ihr es wohl nimmt, es aufzeigt ist, habt ihr es bewiesen. Ich gebe jetzt zu, ich bin ja nicht hier gerade der Tollste in Metal Gear Solid. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Zum Glück war ich nicht so übermütig und habe am Anfang die schwierigere Stufe gewählt. Es hat wirklich Spaß gemacht, das Spiel. Vom Anfang bis zum Ende. Teilende. Ganz am Ende war es irgendwie nur noch lästig. Ja, nicht lästig, hartnäckig. Das Wort benutze ich wohl sehr viel, hartnäckig. Oh, aber das Let's Play ist vorbei. Wie mein Update-Video Nummer 2 habe ich ja erwähnt. Ich weiß, das war wieder mal nicht richtiges Deutsch, aber ich weiß, was mein nächstes Let's Play wird. Es wird ein Oldschool-Projekt. Und wenn God of War fertig ist, die Trilogie, dann das wird auch sicherlich, glaube ich, das nächste sein, das fertig sein wird, die God of War Trilogie. Also der dritte Teil, ich bin, glaube ich, so allmählich am Ende. Dann folgt darauf noch ein New Gen, also New Generation Spiel. Und danach ist alles frei, dann kann ich eigentlich frei entscheiden, was ich gern spielen will. Eigentlich kann ich das die ganze Zeit machen, aber ich halte es eigentlich okay, wenn immer 4 Let's Plays auf einmal laufen. Nicht mehr. Ich kann das hier nochmal erwähnen, mein Legend of Zelda Ocarina of Time, Part 36. Wenn ihr jetzt diese Folge schon gesehen habt, jetzt hier von Metal Gear, also
dass ich das jetzt erzähle, dann könnt ihr noch zu Legend of Zelda Ocarina of Time Part 36 gehen. Der Part beinhaltet noch eine Umfrage, mit welchem Tempel ich anfangen soll. Wenn ihr Legend of Zelda Ocarina of Time mögt, also könnt ihr euch das Let's Play angucken, weil ich experimentiere in dem sehr viel und mache nicht immer das gleiche wie jeder andere Let's Play, dass ich normal durch jeden Tempel, so wie die Geschichte es will, gehe, sondern ich, wie gesagt, experimentiere und laufe hin und her. Oder ich habe gerade eine Umfrage dort, mit welchem Tempel ich zuerst anfangen werde. Mit dem Waldtempel, Feuer- oder Wassertempel. Und dann die zweite Umfrage, die auch in dem Video gestellt wird, ist, ob ich danach den Tempel in der Wüste machen soll oder den Todestempel oder so. Tempel des Todes. Aber ich bin in der Lage, gleich direkt nach einem Tempel, wenn ich einen Tempel geschafft habe, bin ich, glaube ich, in der Lage, die zu entscheiden zwischen allen vieren. Weil für die anderen, für den Tempel in der Wüste und für den Tempel des Todes brauche ich noch ein Item, das kann ich leider noch nicht holen. Also mit dem jetzigen Stand bis Part 36. Weil da glaube ich, da muss man als kleiner Junge, als kleiner Link da rumlaufen, aber Sheik versperrt ja das Masterschwert, also den Stein, wo ich das Masterschwert reinstecke. Aber ist ja auch egal, genügt Legend of Zelda, guckt euch einfach die Parts an und dann wisst ihr, was los ist. Zurück zu Metal Gear Solid. Ich weiß nicht, wann ich den zweiten Teil anfangen werde. Der wird mir auch so Spaß bringen. Unser Leben darf nicht von unserem Schicksal bestimmt werden. Menschen können ein Leben wählen. Wichtig ist, dass sie das Leben wählen. Und dann leben. Okay. Dieses Let's Play war wirklich eins, an dem ich zu knabbern hatte am Ende. Sehr viel zu knabbern hatte. Ja, Sir. Die ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die beiden leben noch. Der Träger? Ja, Sir. Foxdie sollte bald aktiv werden. Genau nach Plan. Außer Leute. Ja. Ich habe alle Daten über den Testsprengkopf von Rex. Nein, Sir. Meine Tarnung ist intakt. Niemand weiß, wer ich bin. Ja. Das alles werden wir im zweiten Teil herausfinden. Er hatte meine Identität, doch er wurde entsorgt. Ja. Der Unterlegene hat tatsächlich gewonnen. Richtig. Bis zum bitteren Ende dachte Liquid immer, er sei unterlegen. Ja, Sir. Ganz Ihrer Meinung. Jemand wie Sie sollte die freie Welt regieren. Ja, ja, Sir. Nein, Sir. Niemand weiß, dass Sie der Dritte waren. Solidus. Was soll ich mit der Frau machen? Ja, Sir. Ich beobachte Sie weiter. Ja, vielen Dank. Wiedersehen. Ja, das werden wir alles in Metal Gear Solid 2 erfahren, wenn ich das Let's Play. Oh mein Gott, ihr seht, wie oft ich gestorben bin. Nein! Oh Mann! Ich bin gegen den Knopf geknallt. Ja, ihr habt das gesehen. Da stand, glaube ich, dass ich 26 oder 126 Mal gestorben bin. Oder ich weiß nicht. Safe, ja. Ich speichere noch einmal ab. Und nehme ich einen neuen Fall. Danke. Ich hoffe, ich kann meinen Score noch einmal gucken. Press that option, briefing, special. Briefing. Ah, mal gucken. Ich wollte das nicht wegmachen.
Nein. Stopp. Missionbeschreibung. Hallo? Was ist jetzt passiert? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Ich habe nur nach unten gedrückt. Detaillierte Informationen. Nein. Toll, noch ein Video. Weg damit. Sofort rausholen. Oh, das musste aber auch passieren, das Special. Das ist eine Special. Previous Operation. Metal Gear Solid Snake. Na, ich kann den Score nicht mehr anzeigen, aber ihr habt ja gesehen. Ja, ich bin diese ganzen Tode. Das war nur am Ende. Das hat mich so aufgeregt. Aber ich werde das auf jeden Fall alles wegschneiden müssen, weil das ist so viel Zeitverschwendung gewesen. Ich glaube, keiner hätte Bock überhaupt das zu sehen. Also dann Leute, ich würde sagen, ich habe schon 4 Stunden 40 Minuten aufgenommen. Hier ist euer Hamsatos. Oder euer Sardak, was ihr gern bevorzugt. Kaviosha LP, ich habe Metal Gear Solid erfolgreich geschafft, zum Glück. Und wir gehen wieder da rein. So. Und an euch alle meine Subs, also alle meine Abonnenten, alle, die sich meine Videos angucken, jeden. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bei einem weiteren Oldschool. Ja, Metal Gear Solid 1 ist auch noch Oldschool. Ist Oldschool. Wir sehen uns bei einem weiteren Oldschool-Projekt wieder. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.